Schönen guten Morgen, Leute. Wir sind mal wieder unterwegs, die Kai und ich, und zwar in Schaam. Und seht mal, wen wir hier haben. Unseren Freund Lajos. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, der musste sein. Ja. Der musste kommen. Du Inside der Witz. Bist jetzt seit circa 2 Wochen wieder hier in Schaam, ne? Ja, genau auf dem Tag heute in Schaam. Nee, doch Dienstag, ja. Dienstag vor 2 Wochen sind wir gekommen, sind am 28.11. von Frankfurt abgeflogen, am 29. in Bangkok gelandet. Dann waren wir in Bangbo im Ein-Tag-Quarantäne-Hotel mit PCR-Test und am 30. sind wir dann hierher gefahren. Aber hat bei dir alles problemlos geklappt mit der Anreise und so, ne? Keine Probleme. Also, Thailand-Pass ging innerhalb von 56 Sekunden hatte ich die Genehmigung, bis ich dann alles eingegeben habe. Die Genehmigung ging ganz schnell, also war ratzfatz. No problem. Auch am Flughafen, die Kontrollen hier, lächerlich. Echt absolut lächerlich. Einmal haben sie die Unterlagen kontrolliert, das war's. Okay. Und ja, hier am Gelände hat sich nicht viel getan, ne? Ich glaube, eine Palme ist ja eingegangen. Ja, da hinten einer von den Großen, aber da steht jetzt schon wieder ein anderer. Da hat Wies Onkel wieder einen neuen gebracht, den alten umgehauen und da gleich neue eingepflanzt. Und jetzt hoffe ich, dass der überlebt. Und die Baumaßnahme fürs große Haus ist im Januar verschoben worden. Ja, weil die Baufirma hat keine Zeit momentan. Die haben hier im Ort ein Großprojekt von einem Riesenhaus mit knapp 300 Quadratmeter Wohnfläche. Und der muss bis Mitte Januar fertig sein. Der Engländer ist ein Engländer, der das gerade bauen lässt und der möchte gern spätestens Ende Januar dort einziehen. Okay, Frau. Und ihr habt euch entschieden, das Haus jetzt da längs zu stellen, ja. Also nicht quer, sondern direkt an der Hecke entlang. Weil wir haben jetzt gemerkt, so wie das kleine Haus hier auch ist. Kurze Unterbrechung, da kam Hubschrappschrapp. Hubschrappschrapp. Das war laut ohne Ende. Ja, wir haben uns überlegt, jetzt das Haus nicht längs zu stellen, so, sondern quer zu setzen, hat den Vorteil, dass hier auf dem Grundstück immer Wind ist und der Wind kommt immer von vorne. Dann ist natürlich im Hochsommer wesentlich besser, wenn da die Terrasse auch mal schön belüftet wird. Ja, gute Entscheidung. Ja, der einzige Nachteil ist natürlich, der Pool wird ja dann genauso auch so sein, dass dann im Winter die Blätter, wir haben hier 2 Bäume, die relativ viel Blätter verlieren, dass das halt dann in den Pool reinfällt. Da müssen wir uns noch eine Lösung überlegen, was wir machen. Ja, bist du eigentlich beschäftigt, hast du was zu tun, Blätter rausfischen. Ja, wir hatten hier schon genug zu tun. Also als wir hier vor 2 Wochen ankamen, war der Rasen hier kniehoch. Das sind 3200 Quadratmeter abzüglich jetzt die 200. Da war ich 5 Tage beschäftigt mit dem Rasenmähen. Wir haben uns extra einen Benzinrasenmäher gekauft und da bin ich hier jeden Tag über die ganzen Äcker hier gefahren, habe alles geschnitten. Das ist schon Arbeit ohne Ende. Ja, sieht auf jeden Fall jetzt wieder gepflegt aus. Und da hinten in deiner Gartenecke, da hat es schon was getan, ne? Ja. Da habt ihr die ganzen Wurzeln eingraben lassen. Ja, als wir das Grundstück hier gekauft haben, standen ja hier standen eine Palme, eine sehr, sehr hohe, hinterm Haus 2. Und die waren schon kaputt angegriffen. Dann haben wir die umwachen lassen und die Wurzeln ausgegraben. Und die wurden jetzt da hinten gelagert. Da sieht man es, ja gut, jetzt sieht man es nicht mehr. Und gestern kam ein Bagger und ein Traktor. Die haben so ein 4,5 Meter tiefes Loch gegraben und haben da die ganzen Wurzeln rein zugedeckt. Jetzt gibt es wieder Kompost. So, also das ist die Gartenecke hier. Und obwohl da jede Menge Wurzeln eingebuddelt wurden, ja, keine Erderhöhung, kann gar nichts da, ne? Nein, das Loch war von da bis kurz, das siehst du ja, wo die Treckerspuren noch sind. Und 4,5 Meter tief. Und da haben die Wurzeln, also das waren solche Wurzeln, wirklich riesengroße. Einfach reingeschmissen, zugebaggert, mit dem Traktor den Rest noch draufgeschoben. Und man sieht keinen Unterschied, wundert mich selber auch, also komisch. Genau. Aber ist gerade glatt. Die Erde hat jetzt nur eine andere Farbe wie da. Da ist es hell und das ist die Ursprungserde. Ja, ja, klar. Untere Schicht ist wahrscheinlich. Ja, genau. Und da im hinteren Gelände, da soll noch eine Farm hin, sagtest du? Ja, hier hinter uns, also nicht hier das Grundstück, sondern genau hinter unserem kleinen Haus.
Das sind zwei Reihen. Und der Besitzer wohnt in Deutschland, ist mit einer Thai verheiratet. Und die kommen nicht. Und jetzt haben sie das Land verpachtet an Gemüsebauern. Und der hat gestern angefangen, die Bäume zu hacken. Und wenn das soweit ist, und dann kommt eine Raupe, macht alles glatt und dann können sie pflanzen. Und das sind die direkten Nachbarn von Lajos, Thai-Familie. Jo, Carport kennen wir auch noch. Ja, und das Auto hat neue Nummernschilder. Die roten sind weg, jetzt haben wir die ganz offiziellen Nummernschilder. Ah ja, stimmt, mir ist ja nicht aufgefallen. Ja, ja. Ist jetzt auch gemacht worden. Ja, Moped abbestellt. Wir haben halt nur ein Schwätzchen. Und wir haben uns schon Kaffee reingezogen. Ja. Jo, und das ist das Gelände, wo die Farm hin soll, entstehen soll. Eine ganze Menge Arbeit, würde ich sagen, da alles platt zu machen. Zwei Reihen groß, also ist schon ein bisschen was zu tun. Und das macht einer bzw. zwei Thais. Die haben mit der Machete gestern hier angefangen, Bäume zu fällen. Aber da hat er für so einen Baum 3 Stunden gebraucht. Und Kletten sehr wäre einfacher. Ja, haben sie wahrscheinlich nicht, oder? Kommen damit nicht dran, ich habe keine Ahnung. Aber gut, Handarbeit halt. Eben. Ja, und das ist sozusagen organischer Müll, was so übrig geblieben ist vom Rasenmähen. Und da hinten wurden ein paar Äste abgeschnitten von Lajos. Oder hast du das machen lassen? Nee, das hat der Bruder gemacht. Der hat hier alles ausgegraben. Und das hat man natürlich aufgehoben. Das ist klasse Mittel für einen Grill anzuzünden. Wenn man das unter der Holzkohle macht und das brennt ja wie Zunder. Und dann das Grill anmachen, ja, ganz einfach. Ja, genau, das stimmt. Es ist trocken, also ratzfatz geht das. Ah ja, die beiden sind auch neu, die Pflanzen. Und hier wurde auch noch was gepflanzt. So langsam nimmt das Ganze Gestalt an. Geil entdeckter Ableger. Das muss auch noch eingepflanzt werden, das gute Stück. Na, lang nicht. Das neue Arbeitsgerät und da hinten liegt noch irgendwie so ein Heißluftföhn oder was das ist, um Grill anzuschmeißen. Und Unkraut zu vernichten hier zwischen den Steinen. Klappt super. Ach, klappt auch. Ja, ja, super. Es verbrennt ja alles. Oho. Hightech. Ja, ja, Hightech aus Deutschland. Ach so, nee. Die Pflanzen sind auch alle neu. Wurden von Wies Familie gestiftet, sozusagen. Jo Leute, das war ein kurzes Update aus Scham mit Lajos und demnächst gibt es noch mehr davon, wenn die Baumaßnahme hier anfängt und wir haben auch sonst noch einiges auf dem Zettel, was wir gerne machen möchten zusammen. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt wir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.